Leute, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Produktreview und diesmal schauen wir uns das Silent Storm 500 Watt SFX Netzteil an, das Shakun mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Review des Shakun Silent Storm Cool Zero 750 Watt Netzteils, das ich vor circa 3 Monaten vorgestellt habe, und damit ein wenig Abwechslung reinkommt, dachte ich mir, nehmen wir doch mal etwas Außergewöhnlicheres. Denn nicht jeder möchte eine Monstermaschine neben sich auf dem Tisch stehen haben, einige wollen etwas Dezentes, aber dennoch nicht auf Leistung verzichten. Und genau dort kommen SFX Netzteile ins Spiel. Diese können bis zu 850 Watt liefern und passen idealerweise in ITX-Gehäuse wie zum Beispiel das Sharkzone C10. Trotz der kleinen Maße des Silent Storm von 130x125x63mm ist es vollmodular aufgebaut, was bedeutet, dass ihr sehr platzsparend unterwegs seid, denn ihr könnt die Kabel, die ihr nicht benötigt, beispielsweise Molex oder SATA, einfach weglassen und nur das verbauen, was ihr auch wirklich braucht. Dazu ist es noch 80 plus Gold zertifiziert und hat bei einer Auslastung von 50% eine Effizienz von 90% und jeweils 87% Effizienz bei 20 bzw. 100% Last. Das ist im Übrigen bei meist allen Netzteilen der Fall, weswegen ich in meinen Videos lieber ein größeres Netzteil reinkonfiguriere, damit ihr unter Last auf ca. 50% Auslastung kommt. Qualitativ kann ich sagen, dass sich dieses Netzteil absolut nicht billig anfühlt, wie es bei manch anderen der Fall ist, Stichwort dünnes Blech, Ketchup-Senfkabel, und ich durchaus überrascht war, was auch das Zubehör angeht. Denn wie bei dem anderen Shakun-Netzteil auch, liefert der Hersteller eine Kabeltasche zum Verstauen nicht benötigter Kabel bei, mehrere Montageschrauben und sogar einen Adapterrahmen, falls ihr auf die Idee kommt, den Kleinstromversorger in ein ATX-Gehäuse einzubauen. Stichwort Kabel, auch hier bekommt ihr alles, was benötigt wird, euer ITX-System aufzubauen. Es werden übrigens Flachbandkabel verwendet, um ein bequemes und platzsparendes Verlegen zu ermöglichen. Folgende Kabel werden mitgeliefert. Einmal 20 plus 4 Pol Mainboard-Anschluss, einmal 4 plus 4 Pol CPU-Stromanschluss, viermal SATA-Stromanschluss für eure SSDs und HDDs, viermal 4 Pol IDE Molex-Stromanschluss für beispielsweise Lüfter, RGB-Beleuchtung und ähnliches, einmal Molex auf Floppy-Stromanschluss, falls ihr auf die Idee kommt, noch ein altes Diskettenlaufwerk anzuschließen. Ja, es gibt Menschen da draußen, die alte Systeme haben und ein Diskettenlaufwerk benötigen. Und zweimal 6 plus 2 Pol PCI Express Stromanschluss für eure Grafikkarte. Wie eben schon angesprochen, könnt ihr Molex bzw. SATA natürlich dank der Modularität einfach weglassen, wenn ihr beispielsweise auf eine M.2 SSD setzt. Eine weitere Besonderheit ist der 120mm Lüfter, da einige Hersteller hier aufgrund der Bauform auf 80mm setzen, ist das Silent Storm, wie der Name schon sagt, auf einen leisen Betrieb ausgelegt. Was den Schutz eurer Hardware angeht, muss sich das Netzteil ebenfalls nicht verstecken. Es bietet euch alle gängigen Schutzfunktionen wie zum Beispiel Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz und Kurzschlussschutz. Also alles, was ein Netzteil mitbringen sollte. Preislich gesehen sind qualitativ hochwertige SFX-Netzteile meist teurer als herkömmliche ATX-Netzteile, was unter anderem an der kompakten Bauform liegt. Das Silent Storm ist hier keine Ausnahme, reiht sich aber dennoch preislich im Mittelfeld ein. Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre, was ebenfalls nicht selbstverständlich ist, da es wenige Hersteller gibt, die eine Garantie über 2 Jahre hinaus einräumen. Und um nur mal ein Beispiel zu nennen, ihr könntet mit diesem Netzteil ganz locker ein Ryzen 5600X in Kombination mit einer 3060 Ti betreiben und hättet trotzdem laut Netzteilrechner, Link in der Videobeschreibung, noch ca. 150 Watt für eventuelle Lastspitzenluft. Solltet ihr also wie unser Community-Berater Robby auf die Idee kommen, ein ITX-System zu bauen, ist das hier genau das richtige Netzteil für euch. Bilder zum fertigen System findet ihr auf unserem Discord-Server. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao ciao.